Die ersten Lobbyisten waren pünktlich da, als der Bundestag heute sein Ausweichquartier bezog. Deutscher Sekt also bei der Schlüsselübergabe im Wasser am Rhein. Und kräftiges Marschblasen für unsere Volkswirtschaft. Bundespräsidenten und einige redselige Liberale. Nun werden die Mitglieder des Bundestages ihre Reden also in einem beschaulichen, aber kleinen Wasserwerk dahin plätschern lassen. Wir standen im alten Plenarsaal bisher 1200 Quadratmeter Grundfläche zur Verfügung, so sind es nur noch 500 Quadratmeter. Es wird also eng zugehen. Der symbolische Türöffner zur Enge, ein 111 Jahre altes Messingrad mit geschweißtem Schlüssel. Eine süße Überraschung für den Hausherrn, Bundestagspräsident Jenninger, eine Torte in der Form des Wasserwerks. Und nun vergleichen Sie mal selbst. Das ist der alte Plenarsaal, wie wir ihn alle kennen. Leer stehen und umgebaut. Und das ist das neue, provisorische Innere des Bis 1988 also werden hier Redeschlachten ausgetragen und Gesetze verabschiedet werden. Zum Auftakt legt der Finanzminister morgen seinen Etat ab. Einige Abgeordnete testeten das Provisorium heute schon. Und, oh Wunder, alle mögen das Ausweichquartier. Die Regierungsmitglieder können es auch zufrieden sein. Den Bundestag verlassen, bietet sich ein schöner Blick auf Vater Rhein.